Leute, wir müssen leider 24 Stunden zusammenhalten. Ja, moin meine Freunde, hier ist Memo 27 wieder am Start. Jo Leute, auf jeden Fall, ich und mein Kollegen machen jetzt so eine Challenge. Also mein Kollege ist jetzt nicht hier, der ist zu Hause und er macht jetzt auch gerade eine Aufnahme und wir machen jetzt 24 Stunden Challenge. Und wir versuchen jetzt einfach, ja, jetzt nicht ganz 24, wir bleiben jetzt bis 5 Uhr wach. Also wir versuchen jetzt bis 5 Uhr wach zu bleiben. Derjenige, der es nicht schafft, vor 5 Uhr, derjenige, der vor 5 Uhr einschläft, bekommt eine Bestrafung. Und wenn wir beide jetzt geschafft haben, dann bekommt keiner Bestrafung. Aber die Bestrafung wird hart sein. Und zwar, das wird ihr später sehen einfach. Das erkläre ich euch noch nicht. Dann mal viel Spaß, dann los geht's. So Leute, auf jeden Fall hatte ich ja am Samstag Geburtstag, also gestern. Auf jeden Fall habe ich, mein Vater hat mir das heute geschenkt, also ein Rasierer von Philips. Und das ist ein Rasierer. Und ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich kann auch nicht. Dann kann ich endlich mal wie Gillette Abdi mich rasieren tun. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit euch anfangen soll, aber mein Zimmer sieht echt chaotisch aus. Mein Zimmer ist echt dreckig, also ich muss wieder echt mal sauber machen, weil ich mache hier Videos und das ist echt peinlich. So Leute, ich muss erstmal jetzt die Sachen alles wegräumen. Oh, Scheiße. Da sieht man zwar nichts, aber tut mir leid, Leute. So, mein Rasierklingel, womit ich halt Dings mache. Meine Anleitung. Und ja. Eigentlich wollte ich das morgen machen, das euch morgen zeigen, so ein Unboxing-Video. Aber ist egal, das kann ich auch jetzt machen. Wo ich auch 24 Stunden wach werde. Ich habe ja noch Zeit. Also die 24 Stunden, ne? Ich darf noch nicht mal Energy oder Cola trinken, um wach zu bleiben. Ich darf noch nichts mehr essen, das wird ziemlich hart sein. Und wer auch Essen tut, bekommt eine Bestrafung. Muss die Bestrafung halt machen. Das Leben ist hart, Leute. So, Karton. Karton kann hier rein. Leute, ich sammle jetzt auch diese Flaschen hier von Montana Dave oder so, keine Ahnung. Ich sammle auch diese Flaschen. Und mein Philips kommt dann hier hin. Mein Rasierer ist hier. Guck mal, das blinkt schon hier. Sieht man jetzt nicht, ist grün. Das zeige ich euch auf jeden Fall morgen, wie das aussieht. Und hier nochmal diese kurz oder lang. Man kann alles machen, alles Mögliche. Das tue ich auch mal erstmal dahin. Und das tue ich einfach hier hin. Das tue ich auch hier hin. Zurück und Zukunft. Mein Bild. Oh, ich vermisse hier die Zeiten. Okay. Einmal Laptop aufmachen. Hallo. Guck mal, 1.21 Uhr haben wir es jetzt. Ist keine Verarsche. 1.21 Uhr haben wir es jetzt. So, Leute, ich liege jetzt im Bett und ja, ich muss ja bis 5 Uhr wach bleiben, ne? Wir haben es jetzt 2 Uhr gleich. In 4 Minuten. Und ja. Ja, Leute, ich kann euch mal ein bisschen so ein paar Storys erklären oder so, damit euch nicht langweilig wird oder so. Und ich versuche euch mal jetzt ein bisschen was zu erklären. Ich erzähle euch einfach eine Geschichte. Eine Geschichte, es geht um ein Mädchen und um einen Jungen. Ja, ich habe die App gerade drauf gemacht, dann kann man Videochat machen und anrufen.
Aber ich habe gerade dir das gesendet. Mal gucken, ob du das auch drauf machen kannst. Lustig. Okay. Also ist umsonst, oder? Okay, dann lade ich mir das auch herunter, diesen App. Hä? Okay, dann lade ich mir das auch herunter, diesen App. Hä? Okay, dann lade ich mir das auch herunter. Hä? Warum klappt das nicht? Also, dieses Mädchen heißt Mareike. Und der Junge heißt Adolf. Ja, auf jeden Fall, die kennen sich jetzt noch nicht, okay? Auf jeden Fall, Adolf steht so am frühen Morgen auf, so. Frühen Morgen so auf und gähnt so und so, steht so auf und so, macht so und so. Und dann, so eine Stunde später, kommt seine Mutter so ins Zimmer rein. Adolf, bist du wach? Adolf so, ja Mama, ich bin wach. Und dann so ein paar Stunden vergehen und so, und dann muss er so morgens, weißt du, da steht morgens auf, paar Stunden vergehen und dann muss er in die Schule gehen. 8 Uhr muss er in der Schule sein. So, es ist 8 Uhr und Adolf ist jetzt in der Schule. Und Adolf lernt jetzt so, seine Lehrerin stellen so Fragen und so, wie viel sind so Fragen und so, die machen über Politik und so. Und dann irgendwann ist der Zeit, wo er dieses Mädchen trifft. Jetzt wird's lustig. Jetzt trifft er dieses Mädchen, so Mittagspause halb, so Mittagspause. Und dann, die treffen sich erstmal. Adolf so, hi. Mareike so, hi. Adolf so, hi. Mareike so, hi. Die Lehrerin so, es reicht! Okay. Adolf zu dem Mareike so, wie heißt du denn? Ich heiße Mareike. Du? Ich heiße Adolf. Ha, Adolf? Ja, die reden so. So Stunde oder so, 2 Stunden oder so, 3, 4 Stunden reden die miteinander. Sie haben sich gut verstanden und so. Und irgendwann, also so ein paar Monate machen die etwas, so zusammen 2 Monate machen die. Die sind best of friend geworden jetzt. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Adolfs Herz so wird. Adolf verliebt sich in das Mädchen. Adolf verliebt sich in Mareike. Und Leute, Mareike ist für Adolf sehr schönes Mädchen, obwohl die so Pickelface ist. Mareike ist so ein Fischkopf, also die hat so enges Gesicht, so richtig enges Gesicht. Kennt ihr so dieses Fischkopf, diese langen Köpfe oder so? Nicht so rund, sondern nur so Fischköpfe. Die hat so ein Fischkopf, aber die hat kaum Haare und die hat Zähne wie Hase und die hat 2 Ohrringe, aber richtig hässliche. Aber für Adolf ist sie richtig schön, also Traumfrau. Und dann Adolf verliebt sich in das Mädchen, aber Adolf kann ihr das noch nicht sagen, dass er sie liebt. Also Mareike weiß davon nichts. Irgendwann später so, also einen Monat später so, nimmt Mareike in die Hand, setzt sich irgendwo hin. Mareike, wir müssen miteinander reden. Mareike so, was ist denn Adolf? Und Adolf, ich musste was dringend sagen. Und Mareike so, ja, sag doch, Adolf. Auf jeden Fall, Adolf, so, kennst du das, wenn du jemanden magst, den du sehr liebst und so? Also, kennst, ja,
Also in so in der Art, kennst du das, wenn man sich mit jemandem öfters trifft und so und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich halt verlieben tut, Mareike so, okay, die ist auch noch ein bisschen dumm, Mareike, weißt du? Mareike ist ein bisschen dumm, die checkt das nicht so schnell. Und Adolf ist Genie, Adolf ist sehr gut, also stabiler Typ. Und Mareike so, ich hab dich immer noch nicht verstanden. Adolf so, bist du dumm, Mädchen, verstehst du mich nicht? Und ich hab mich in dich verliebt. Mareike so, okay. Und dann auf jeden Fall, Mareike guckt die so an, guckt den so an. Adolf guckt ihn auch so an. Und Mareike so guckt einmal nach Und guck links. nach links und dann gucke ich nach rechts. Warum, weißt du, warum die links und rechts geguckt hat? Weil sie so eine Störung hat. Deswegen hat die einmal rechts und links geguckt. Adolf so guckt die so komisch an. Warum machst du das? Adolf hat zu ihr so gesagt. Und Mareike so, ja, ich hab so einen Tick. Irgendwann später hat die sich auch verliebt in Adolf. Und Mareikes Mutter, Eva, richtige Deutsche, auf jeden Fall, ist sie, also Adolf, Mareikes Mutter, kommt mit Mareikes Tante, also die sind so zusammen und laufen genau da entgegen und so. Mareike macht so, Abo, meine Mutter kommt. Adolf so, wo, wo? Adolf so, oh mein Gott, die ist aber fett. Mareike so, halt's Maul. Leute, das war's mit den Geschichten. Und ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen unterhalten. Und ja, ich bin müde, ich bin müde. Oh mein Gott. Ich bin richtig müde. Ich will jetzt einschlafen. Marvin. Ich hoffe, Marvin ist jetzt schon längst eingeschlafen, mein Kollege. Und Leute, folgt auf Marvin Instagram-Seite. Ich blende das hier so ein. Hallo? Hallo, Marvin? Jo, Leute, das ist auf jeden Fall Marvin. Marvin, zeig dich mal. Leute, wir mussten leider 24 Stunden zusammenhalten und wir mussten es halt durchstehen. Er guckt gerade einen Film. Was guckt der? Der T-Walken Date bestimmt. Und ja, 24 Stunden bis 5 Uhr müssen wir das durchhalten. Und ich bin gerade auch auf Omegle, Leute. Und ehrlich, das wird echt anstrengend sein, das zu bearbeiten. Und ich weiß ganz genau, dass ich auch sehr viel Mühe in meine Videos gebe. Und ja. Das wird echt sehr anstrengend sein, Leute. Das wird sehr, sehr anstrengend sein. Sowas zu machen ist sehr, sehr anstrengend, Leute. Marvin gönnt sich das richtig. Er gönnt sich das einfach. Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir. Und zwar hier ist auch Marvin. Hast du noch was zu sagen? Wer hat verloren, Marvin? Ich habe verloren. Leute, die 24 Stunden habe ich verloren. Und ja, wenn ihr nochmal so welche Videos sehen wollt, dann klickt auf Gefällt mir und abonniert nicht vergessen, dann wieder auf der Seite oder auf der Seite. Und haut rein. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the foot up for the number one spot. Pushing my rap like a push out on the block. Holding my ground, so the rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the foot up for the